super. Ja, und guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Lesung, die musikalische Lesung eigentlich ist. Und das mache ich im Namen auch von Thomas Wagner. Wir stellen heute vor zwei Bücher, das heißt, ich stelle sie vor und Thomas improvisiert auf der Gitarre. Das eine ist Hannah Habil oder Am Limes. Es heißt richtig Hannah Habil 2 oder Am Limes. Herausgekommen 2021 bei Palmart Press. Sehr ungünstiges Jahr, wenn wir wissen. Das andere, 2023, heißt Anna und Hanna und ist ein erotisches Schulbuch. Erschien bei Moloko Print in diesem Jahr. Es ist ziemlich druckfrisch. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist vielleicht so, die bisher mich kennen, dass ich ja doch sehr viel Lyrik mache, werden diesmal mitkriegen, dass es auch Kurzprosa, also Miniaturen sind. Das ist immer so eine kleine Flucht, die man dann macht als Lyriker. Ja, und auch Aphoristisches. Also, viel Spaß. Am Limes. Ich sagte, Büchner wäre so einer, schwärmte. Mozart fiel mir später ein, dann auch Pascal. Bei Einstein war ich mir nicht im Klaren, dazu war er zu aufgeklärt, zu determiniert und zu alt geworden. Sie wollte sich das vorstellen. Einer eben, der nichts dafür kann, dass er so geboren ist, der diesen Gedankengang hat, obwohl die Mauer 5 Meter hoch ist, auf der anderen Seite zu sein, ohne hohe Kunst. Weißt du, ist die Mauer unendlich hoch, hast du unendlich wenig Hoffnung. Und ist die Mauer endlich hoch, hast du endlich viel Hoffnung. Einer von 100.000 ist denn wirklich drüben? So einer, wenn du verstehst. Es gab einmal die Guten und die Bösen. Gott wollte keinen Krieg. Also gab er so lange zu den Guten die Bösen und umgekehrt, bis alle neutral reagierten. Eine gute Lösung, dachte er. Seitdem hatte er es mit lauter Dipolen zu tun, die derart unter inneren Spannung leiden, dass sie es untereinander kaum aushalten und sich mal so oder mal so verhalten. Hannah Habil sagte mir, dass die Frau eines großen Dichters überall herausposaunt, ihr Mann hätte einen Haschmich. Worauf Hannah mir sagte, dass sie das glaube und mich fragte, ob ich das auch glaube, dass er einen Haschmich hat. Ich war überrascht, nickte aber, worauf wir einen Fahrer eines Krankenwagens, der gerade ausgestiegen war, fragten, was er dazu meint. Und er uns eigentlich auch bestätigte, dass er ein Haschmich hat, weil er glaube, so betonte er, dass jeder einen zu laufen hat. Der Straßenstrich ist ausgezeichnet.
Aber wo komme ich auf den Punkt? Wen diese Frage nicht aufregt, versteht nichts von der Erkenntnistheorie. Meine Natur hat ihren Bauplan, der ab und zu geändert wird, so wie jetzt durch den Leo-Slip, der in vereinfachter Form mit wenig Konstruktion und Grips auch seinen Zweck erfüllt. Einfach statt Kohlendioxid, Kohlenmonoxid sagen. Das klingt ein Hauch ausgeglichener, sagt der Lungenneurologe. Prinzipiell gut für die Nerven. Hätte er eine Uhr um beim Spielen, so der Pianist, wäre er getrieben vom Pulsschlag der Zeit. Der macht vor List keinen Halt. Gleichförmig und gleichgültig geht er über die Mitmeisterwerke hinweg. Zeitgenosse kann ein Pianist beim besten Willen nicht sein. Heute habe ich den Kuckuck gehört. Grauenvoll diese Terz. Johann Sebastian Bach muss ihn auch so gehört haben. Diese natürliche Stimmung, die er verbreitet. Jedenfalls setzte er sich an sein Harmonium und temperierte den Kuckuck. Das heißt, seine Terz. Seitdem laufen alle, die diese natürliche Stimmung nicht mehr hören können, in die Konzertsäle und Kirchen. Und der Kuckuck müht sich ausdruckslos und matt weiter auf seinem Baum ab. Wenn ein Mensch keine Reibung eingeht, das heißt zum Beispiel nicht an Büchern haftet, nicht in das eine oder andere Geschlecht gleitet, im zähen Kohlendioxid oder Alkohol sich nicht bewegt, ist das ein idealer Zustand. Wir sprechen dann vom idealen Menschen. Immer wenn ich Peter las, dachte ich, es ist ein Aufsatz und ich müsste ihn als Deutschlehrer benoten. Ausdruck und Inhalt. Ein durchschnittlich Begabter, sicherlich eine nicht einfache Kindheit und Jugend, wahrscheinlich sehr mittelmäßiges Abitur und höchstwahrscheinlich schon damals mit Nietzsche befasst und Wagner gehört. Er sammelte Namen und Zitate von Größen der Geisteswissenschaft, die natürlich auch schon Zitate sammelten von anderen Größen vergangener Jahrhunderte. So verkamen sie alle im Zitatenstil. Sein Tagebuch war voll davon, ein ewig Angelernter. So wie er aussieht, so schreibt er, lachte Hanna, eben etwas dumpfbäckig. Ja, sagte ich, aber überzeugend. Die sich zum Affen machen, können nicht mehr lachen. Sie haben wieder die Entwicklung vom Niederen zum Höheren vor sich. Debatten zwischen Zwergschuhen, die Leidener Flasche, Heinz oder Ludwig Erhard,
ging ich aus einem Irrtum oder aus einer Verwirrung hervor. Nicht einmal weinen können Sie in diesem Zustand. Mit diesen Nullen kannst du auf dem ersten Augenblick nicht viel anfangen, sagte der Sprecher der Forschungsgruppe Wahlen. Aber hast du eine hinter dir, ist das immerhin etwas. Hast du zwei, erhöht sich dein Stellenwert. Also je mehr Nullen dir hinter dir stehen, umso größer ist dein Stellenwert. So ist das nun mal. Heute nehmen wir die Spezialgeräte zum Verschwinden durch. Auf die Plätze, fertig, kurz. Wenn ihr die Gebrauchsanleitung lest, müsst ihr dort anfangen, wo diese aufhört. Und während ihr das versucht, müsst ihr euch austauschen. Die Kluft, die dabei entsteht, führt gelegentlich zu Mord und Totschlag. Das ist der revolutionäre Prozess, verwerfen und ersetzen. So kommen wir vorwärts, ihr Hampelmänner. Los! Beim Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus, also von einem System in das andere, haben sich die Gesetze der Physik nicht geändert. Jedenfalls habe ich sie so weitergelehrt, als ob nichts gewesen wäre. Es drehte sich um dich. Das heißt, sie drehten ihre Bahn um dich. Tagelang, ja, Jahre. In regelmäßigen Abständen, fast auf die Minute genau, am Gartentor, Pflaumenbaum, an der Garage, Waschküche, wie Planeten um die Sonne. Und jetzt, Günther? Nach der Revolution gehen Sie alle wieder zum Augenarzt. Sie geben Ihre Kontaktlinsen zurück. Die Weltanschauung hat sich zwar verändert und Sie würden vielleicht schief liegen, aber Sie sehen wieder die Welt, wie sie war und ist, hört man im Sprechzimmer. Was tun? Fragte Lenin. Aufs Allgemeine kommen, sagte Aristoteles. Also ziehe ich das Gemeine ab, beachte es nicht, was ich gut kann. Was bleibt mir? Das All. Kepler, also. Thank you.
sich mehr als die Gans auf Weihnachten. Abgesehen von ihrer Blödheit, der Schlachtprämie, von der sie nichts hat. Aber die Versammlung, das Geschnatter, die Märsche hören endlich auf. Diese ewige Scheiße, diese zweifelhafte Anmut ihrer Tritte darin hat ein Ende. Und ihre Angst vor der ersten silberweißen Feder auch. Dafür hat sie gefressen, gefuttert, die schöne Weiße, Flugversuche eingestellt. Und sie wollten die Physik nicht begreifen. Ich verstand das sogar gut und wollte dem ein jähes Ende bereiten. All den schönen Mädchen des Studienganges Bekleidungstechnik und stellte meine letzte Aufgabe: Aus welcher Höhe muss eine Nähmaschine mindestens fallen, um beim Aufkommen zu schmelzen? Meine Kündigung. Im Zweifelsfall Frauen oder Behinderte, sagte mir der Präsident. So sei er zur Hochschule gekommen. Er leide unter anhaltender Lese- und Rechtschreibeschwäche, brauche circa eine halbe Stunde länger als normal, um das zu verstehen. Sie ist sich völlig darüber im Klaren, dass sie makellos sein kann, sagte die ausgezeichnete Abiturientin im kleinen Schwarzen. Aber, und jetzt ließ sie das Kleid fallen, sie hoffe, dass dieser Versuch jetzt ein Aufruf an die Experimentatoren ist, diese Behauptung durch ein eindeutiges Experiment zu überprüfen. Waren die besten Männer, die besten Jäger waren, Hasen und Schürzen. Als sie in den Krieg gingen, freiwillig, meist an die Front, kamen die zum Zuge, die sonst durchs Dorf wie Hund ohne Schwanz liefen. Sie wurden nun Schürzenjäger, stellten Fallen auf für Hasen, arbeiteten für zwei. Es kehrten nur wenige von der Front zurück. Ihnen fehlte oft ein Bein oder ein Arm. Sie verschwanden im Wald und sammelten Blaubeeren. Früh nach dem Frühsport pochte sie darauf, dass ich zu Mensch Mensch sagen sollte. Und zwar so lange, bis ich die Abstraktionsstufe für die Definition von Mensch erreicht hatte. Dann gab es eine Tasse Kaffee. Damals unser erstes Motorrad. 500 Kubikzentimeter Hubraum. Kannst du dich erinnern? Ja, sagte Anna. Das entsprach ungefähr dem Gehirninhalt der Hominiden. 3 Millionen Jahre vor uns. Und jetzt düsen wir mit 1500 Kubikzentimeter los und müssen nicht mal rum, rum machen. Ehre oder Zahl, aufs Feld oder an den Schreibtisch nachrechnen, ob die Natur das hergibt, fragte er sich fast täglich abends auf der Bank unterm Birnbaum
und schaute skeptisch in den Himmel. Es wird immer Ehre oben liegen, sagte dann jedes Mal Olga. Ehre kommt heraus. Was sollte aus dem Boden auch anderes herauskommen? Und er verzichtete wie immer auf den Versuch, etwas in sich gekehrt, Pfeife rauchend, zählte vor sich die Birnen. Ich merke, ich fliege auf diese Dame, wie schon lange nicht mehr auf eine, aber manchmal ist man wie eingerostet und stolpert gerade über die dümmsten Schwierigkeiten im Luftverkehr. Ich halte das nicht für Verblödung, denn gerade Fehler dieser Art können einen ungeheuer irritieren, weil sie nämlich irgendwie blöd sind. Kann man sie nicht mit Verstand entdecken, sondern nur indem man stumpfsinnig Abstands- und Anstandsregeln sich klar zu machen versucht. Auch Zustandsregeln werden gern benutzt, um nicht unnötig in der Luft zu hängen. Man kann diese Regeln als ungeschickt empfinden und sie sind es in gewisser Hinsicht sicherlich, um bei einer Dame richtig zu landen. Das Bild vom Krieg wird durch den Krieg mächtig gestört, denn das, was da alles daneben geht, in die Luft schief, ins Wasser an dir vorbei, diese vielen Pannen, Stromausfälle, Einbrüche, am Ende weißt du nicht mehr, ob du Männchen oder Weibchen bist, du machst einfach mit. Das alles sollte man wissen, bevor man einen Krieg anzettelt. Wenn du so schnell fliegst wie der Schall, dann gibt es einen Knall. Den kriegst du natürlich auch, wenn du ständig in deiner Kiste daran denkst. Es ging immer um die Frage Ei oder Huhn. Was war zuerst da? Aber Opa verbesserte Oma am Küchentisch. Protein oder Nukleinsäure, hieß es. Oma widersprach, Opa widersprach. Oma kam ja von den Hühnern, vom Hühnerzählen. Opa dagegen vom Feld. Von der Feldforschung kämpfte auch erfolgreich gegen die Kartoffelkäfer. Ich lag auf dem Chaiselong neben dem Radio und hörte zu. Opa verstand ich kaum, Oma mehr. Wahrscheinlich hatte Opa recht, weil ihn Oma zum Schluss einen alten Besserwisser nannte. Aber ich schaltete da schon um auf Kinderfunk, auf Sitting Bull und dachte an Omas Hahn, an die vielen schönen Federn für meine Indianerhaube. Opa sagte mir, dass die Zukunft darin besteht, dass man seine Gestalt ändert. Du wirst schwerer und hinterlässt folglich einen Eindruck auf der Erde. Auch größer, so dass du die Birnen aus Nachbarsgarten ohne Mühe pflücken kannst. Und dann, sagt er, wird man dir ein Abzeichen an die Brust heften und du wirst Bürgermeister. Es ging wieder um Königsberg oder Kaliningrad. Natürlich brachte die Kant-Schülerin, wie ich sie manchmal nenne, mit seinen tiefsinnigen Formulierungen, die vielfach glatt an mir vorbeigingen, weil der Meister unter Qualität und Quantität etwas anderes verstand als ich,
mich vielfach zur Raserei. Später abends kam sie dann noch mit einer Frage dieses eingefleischten Junggesellen: Warum betrinken sich vornehmlich nordische Völker so gern? Warum schon? Weil sie stärker von der Erde angezogen werden. Das geht aufs Gemüt, ach, antwortete ich. Und ich holte den Weltatlas hervor, um den Breitengrad von Kaliningrad oder Königsberg abzulesen. Thank you.
jetzt der zweite Teil, das erotische Schulheft. Anna und Hanna, also Obacht geben. Und man kann ja auch, wie gesagt, was kochen nachher. Das hat also so auch ein bisschen zweigeteilt, sind Gedichte drin und ja, auch ein bisschen Aphoristisches und auch Miniaturen. Ich denke, nach diesen Miniaturen jetzt ein paar Gedichte und Thomas spielt danach wieder. Ja, fangen wir an mit den Gedichten, die von Hanna kommen. Ich muss noch was dazu sagen. Anna, das gab es eigentlich schon, wenn man das vielleicht ein bisschen verfolgt, vor 10 Jahren ungefähr oder 11. Und zwar gab es da von mir ein Gedichtband, der hieß Anna Lust. Und Günter Kunert hatte damals die Zeichnung dazu gemacht. Eigentlich hat Kunert mich dazu eigentlich auch gebracht. Und da sind wir dann bei der Dahlemer Verlagsanstalt gelandet, ja. Die haben das dann gemacht, das Buch. Ja, Anna Lust, und jetzt heißt es also Anna und Hanna. Hanna Habil ist dazugekommen. Ich würde jetzt einige Gedichte von Hanna Habil, also aus dieser Zeit, vorlesen und dann komme ich zu Anna. Das Gedicht kann man nicht erzwingen, wie die Liebe. Wechselwirkung. Du fragst mich, ob ich mit der Sprache sinnvoll von der Liebe sprechen könnte. Es wäre sonderbar, wenn ich es nicht könnte. Es wäre paradox, wenn ich es könnte. '69. Sternchen, du verlierst an Brennstoff. Und er grinste leuchtend wie ein weißer Zwerg. Erika, die Schreibmaschine auf dem Schoß. Venus. Die Venus von Milo steht in Paris, die Venus von Willendorf in Wien. Meine Venus aber steht heute hier und morgen da, und wo sie übermorgen steht, kann ich berechnen. Mag das hohe Gras den niedern Beweggründen ruhig folgen. Eigentlich alles Liebe auf dieser Erde, Kreutusfälle, aus Lust wurde dann Lutz. Kai und Gerda, wie Eisen auf Eis glitten wir aneinander, schön kalt und glatt, bis der Tropfen kam. Swing. Wer sich anstrengt, hat schon verloren. Wer will, kann nicht. Abrufbar. Nicht immer. Eigentlich selten. Und jetzt kommen die von anderen. Um richtig zu lieben, ist es nötig, einen leeren Magen zu haben, um genau zu beobachten, wo sie sich gerade befindet. Ein Schürzchen wäre angebracht. Befolge auch nicht nur auf dem Kamasutra herumzureiten, sondern auch die Federn des Kanapee zu schmieren.
und achte darauf, die Töne so vorzüglich auszustoßen, dass es die Nachbarn durchfährt und sie bald ausziehen. Gela, sie liegt am Spiegelrand im Schoß, die linke Hand, sie wird es nicht mehr los, das Fleisch im Schoß, wie es auferstand, für kurze Zeit, als sie sich unterwarf, je nach Bedarf, es steht für sie in Ewigkeit. Spiel. Die linke Hand tief zwischen den Schenkeln. Die rechte scheint in der Luft zu vibrieren. Jeder Ton, den die linke erspielt, wird von der rechten mit großen Gesten begleitet, als gelte es, in jener Höhe zu entreißen, in der die Liebe sich selbst genügt. Iris, sie hält mir ihre Augen entgegen. Ich stoße mit meinen auf ihre so, dass sie aus ihren Höhlen küllern, das blaue Wunder erleben können. Viermal Heiko. Eins. Fontane Liebermann, die Studienrätin, zieht schwarze Strümpfe an. Die Spitzen der Schuhe und die Spitzen der Handschuhe und Lou noch dazu. Zwischen deinen Brüsten und meiner Hand spüre ich Luftwiderstand. Natürlich ein Luftikus. Ich bin doch keine Verkehrsmaschine. Bettgenossin. Die Funktionärin im Bett teilt mich immer ein für die Nachtschicht am Sonnabend. Wegen ihrer Position, betont sie, ist die Stellung liegend von der Seite nur möglich. Und nach 10 Minuten anstrengender Arbeit gibt sie mir den Rat, ich solle jetzt besser kommen. Also denke ich an ihre schwarzen Stiefel, als sie noch Rittmeisterin war, und habe es dann bald geschafft. Goldene Hochzeit. Wir hatten nicht viel miteinander, nicht viel Zeit miteinander, nicht viel Gelegenheit miteinander, nicht mal eine Tochter miteinander, geschweige denn ein Haus miteinander oder eine Katze miteinander, kein Konto miteinander, kein Kontos miteinander, von wegen ein Bett miteinander, nicht mal darüber lachen können wir miteinander. Wir hatten einen blöden Urlaub miteinander, wir hatten ein blödes Leben miteinander, Geschlechtsverkehr für 1,35 miteinander, aber was soll auch das Ganze miteinander? Thank you.
zum Abschluss noch etwas Aphoristisches und ein paar Miniaturen. Im Auto, schnell und funktionell. Aufwachen. Ich versteife mich in die Liebe. Im Arbeitszimmer, die schönen Rücken der Dichter, besonders die schmalen. Die hohen Schuhe der Liebeskunst. Sex hat mit Herz 7 einen natürlichen Nachfolger. Frauen, die dich fesseln, lassen dich zuerst stehen und dann sitzen. 20. Juni. Heute ist viel zu lang, wie jeder Rock, der heute viel zu lang ist. Gedichte müssen so anschaulich sein wie Frauen. Diese möglichen Frauen und diese unmöglichen Frauen. Große Kunst. Er erwähnte ihre Strümpfe im ganzen Buch nie, während ich beim Lesen an nichts anderes denken konnte. Junge, wenn du so weitermachst, landest du noch einmal im Frauengefängnis. Wetten, dass ich am Stöckeln den Geruch einer Frau erkenne? Richter, über meine Gelenke hinaus streckt sich die nackte Luzi. Das Gesetz in mir fragt, darf sie das ohne weiteres? Von vielen Vögeln flieg ich dir nochmal davon. Beim Lieben muss die linke Hand immer genau wissen, was die rechte tut. Die linke ist so der Herr, die rechte der Meister. Vergleiche auch Beinarbeit im Auto. In der Sauna. Heisere Männer unter heißen Frauen. Problem. Eva kann nicht mehr das Blatt zurückhängen. Der ständige Kampf gegen den Mann, wenn man ihn instrumentalisiert, meine Dame, führt zum Anti-Mann, also zum Mannweib. Auf dem Strich, was du freigibst, das bist du nicht. Was du zurückhältst, nicht preisgibst, das bist du. Liebe mit Unwissenden statt mit Experten. Der Osten tickt nicht nur anders. Heute habe ich mich zur Homosexualität bekannt. Es wurde still um mich. Außerdem war Freitag. Vera Imaginazione hat von mir die Schlüssel. Sie sitzt immer fast nackt auf dem Schreibtisch, wenn ich komme. Früher fand ich das gut. Heute würde ich ihr gern sagen, ich sei anders geworden. An die Fahnenstange klammern, so kann man gut erotische Beziehungen aufbauen.
wenn du dich dann noch nackt in das Fahnentuch einwickeln lässt, ein wenig Weltanschauung sollte schon dabei sein, ist das Erotik vollkommen. Ich fragte sie eines Tages, ob es denn immer die Tafelkantenhaltung sein muss. Die Stellung einmal ändern, das müsste doch einen zusätzlichen Kick geben. Darauf wollte sie sich erst einmal nicht weiter einlassen. Die Stellung wäre für uns gut, funktioniere doch ausgezeichnet. Nur wer diese alte Stellung bis in die letzte Tiefe zu verstehen sucht, und jetzt grinste sie ein wenig, sie ernst nimmt, sie nicht leichtsinnig wegwirft, findet auf natürliche Weise Zugang zu einer neuen Stellung, die ganz andere Vorstellungen und Kniffe enthält, die in der Tafelkantenhaltung gar nicht vorkommen. Also, Hannas Gleichung. Mann plus Mann gleich Mannschaft. Mann ohne Mann gleich Null. Sie hatte meinen Schwanz untersucht, mein Glied erster Ordnung, wie sie betonte. Auch die funktionelle Inanspruchnahme durch Zug und Druck und alles mögliche andere diesbezüglich, und stellte fest, dass seine Bindegewebe-Architektur ein Produkt einer jahrzehntelangen Arbeit einer Bildhauerin, Physikerin und Medizinerin war und schien damit zufrieden. Er ist in das Bett gegangen aus einem bestimmten Grund. Ich bin in das Bett gegangen aus einem anderen Grund. Das war Zufall. Das kann doch mal passieren. Er kann zwar lieben, hat aber keine Ahnung, was Liebe ist, Liebling. Wenn ich neben ihr lag, kam sie manchmal mit der Frage, soll ich rein sein wie eine Prinzessin oder angewandt wie eine Dienerin? Wie willst du es denn gern? Hätte ich Prinzessin sagen sollen, hätte ich nicht recht. Und Dienerin, da hätte ich wohl zu viel gesagt. Kleine Öffnung zum Verlieben schön, aber dann stochern sie rum. Danke, das war's. Sie können dann vorne Bücher kaufen, die beiden, die ich heute vorgestellt habe. Anna und Hanna kostet 15, heute 10 und Hanna Habil kostet 22, heute 20. Ja, und wenn man beide zusammen kauft, dann bezahlt man 50. Gut, noch einen schönen Abend dann.